Hallihallo, hey ihr Lieben, toll, dass wir wieder alle hier zusammen sind. Hallo. Geht's euch gut? Ja, prima. Wir sind jetzt, glaube ich, schon in der fünften Woche, in der wir jeden Abend Amazing Grace spielen. Und wir haben uns in der Runde, wie wir uns jetzt sehen, ja vor 3 Wochen zusammengefunden, mal überlegt, welche Aktionen können wir denn immer am Samstag machen, die die Welt so ein bisschen auflockert, Kinder und Familien mit reinholt. Und jetzt der Samstag steht schon wieder an. Und ehrlich gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Idee. Wie sieht es bei euch aus? Keine Idee, keine Idee. Also, Heidi oder keine Idee? Heidi auch, Heidi, Heidi, deine Heido. Welt. Genau. Also, ihr habt ja letztes Mal die Pippi Langstrumpf gehabt oder auch schon vorletzte Mal. Und da finde ich den Spruch einfach, dieses macht mir die Welt, wie sie mir gefällt, ganz toll. Und die Welt ist doch so kunterbunt. Wie wäre es? Ja, einfach nicht bunt, Regenbogen oder sonst irgendwas uns die Welt am Samstag machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, jeder soll sich für sich selbst das überlegen, und dann ein Bild posten, oder? Also ich würde es echt cool finden, weil selbst im Haushalt oder irgendwo anders, es gibt immer was Buntes. Wie wäre es, wenn wir einfach sagen, hey Kinder, schnappt eure Kreide, malt draußen oder schnappt euren Wasserfarbenkasten oder sucht euch T-Shirts, Handtücher oder sonstiges und legt euch einfach mal ein buntes Zeichen für diese Welt. Was für eine schöne Idee. Bei mir fängt es gerade schon an, zu überlegen. Ich glaube, mein Sohn hat noch ganz viele alte Buntstifte, die tue ich mal in eine Farbkombination sortieren. Und Spitzen. Genau, also ich würde ich begrüßen und wenn da doch jeder seine Fotos am Samstag um 18 Uhr reinstellt und zeigt, hey, ich bin dabei und ich zeige den Kindern, die Welt ist bunt oder die Kinder machen mit und die Welt ist bunt, finde ich toll. Coole Idee. Wobei, sie brauchen ja nicht um 18 Uhr. Das heißt, wir können den ganzen Samstag einfach schauen, dass der Samstag ein bunter Samstag wird. Und um 18 Uhr spielen halt die Instrumentenbläser auf jeden Fall und alle anderen können tanzen oder so. Aber ich würde sagen, wir tun den Samstag komplett frei und offen machen. Kann jeder posten, wann er will. Ein buntes Internet. Ja. Guck mal, die Pippa da unten, die freut sich auch schon die Nase. Okay, Hashtags würden wir dann sowas nennen wie Lied der Verbundenheit, macht dir die Welt und kunterbunt, sowas ungefähr. Können wir das sehen? So. Ja, gut. Ah, jetzt. Genau. Ja, super. Cool. Also, dann würde ich sagen, machen wir das und die, die noch keine Idee haben, können sich überlegen, mit reinklinken. Vielleicht sehen die ja auch was bei anderen und denken, ah, cool, mache ich nach, will ich auch, finde ich super. Alles gut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder und schauen mal, was am Samstag so passiert. Füllt das Internet. Aber wir machen das Internet kunterbunt. Also. Bis später. Tschüss. Tschüss.